Willkommen, Bros, zum nächsten Part bei Far Cry. Und wir werden das nächste Lager einnehmen. Ein neues Lager, was wir uns zwischen die Finger ritzen. Und die Blumen können wir hier gebrauchen. Ihr wisst warum. Und wir sind wieder nachts unterwegs, schnaufend. Ich brauche eine andere Waffe. Blumen mitnehmen, ganz dringend. Nein, nicht die Waffe, vielleicht die, ja. Ahaha, Blume. Was ich heute alles übersehen muss. So, wir kriegen ja den doppelten Betrag, wenn wir was plündern. Das lohnt sich natürlich jetzt sehr gut, denn damit haben wir schon mal Medizin für die nächsten 5 Jahre. Gut, ich übertreibe wahrscheinlich wieder ein wenig. Aber egal, wir werden das Lager infiltrieren, bombardieren und mit Sniper-Schüssen zusehen, damit wir auch bestmöglichst ganz viel Schaden anrichten können, um das Lager relativ zügig einzunehmen. Und mein Held kriegt irgendwann nochmal einen Herzkoller, wenn er so weitermacht. Aber das sind wir ja nun gewohnt. Ich hoffe, hier sind keine Muschis unterwegs. Ihr wisst, was ich meine, ne? Part Nummer weiß ich nicht was, habe ich ja böse Erfahrungen mit Muschis gemacht. So, die Musik ist wieder angespannt und da haben wir auch schon das Dorf. Scheiße, ziemlich offen. Boah, das sind aber viele. Ups. Das Problem ist zudem, Bros, dass ich von hier aus noch nicht mal den Alarmknopf sichern kann. Ist das Büffel? Wir brauchen Büffel. Ich hab ja eine ganz geile Idee, Bros. Hallo? Kippst du mal um? So schlimm war das jetzt da auch nicht, oder? Wir waren nämlich so, dass wir Büffelfell brauchen. War genügend. Und wenn wir schon hier sind, warum nicht? Habe ich nicht noch einen erlegt? War mir da nicht irgendwas? Egal, wir gucken erstmal, was wir herstellen können, denn mir war so. Nein, mir war so, als wenn irgendwas. Spritzentasche haben wir schon. Beutelrucksack. Steht das nicht auf da? Alles vervollständigt. Brieftasche. Ja, da brauchen wir immer noch das Einhorn. Das haben wir bis jetzt noch nicht. Natürlich sehr schade. Haihaut. Haihappen. Huhaha. Da haben wir es doch. Büffelfell. Ein Tigerfell. Fehlt uns eins. Ist natürlich schade. Tapirfell, Tigerfell, Haifell. Was wir die alle brauchen, ey. Muschi? Wo? Ich meine, ich kann eine gebrauchen. Jetzt kriegst du langsam Panik. Der ist doch genau unter der Höhle unter mir, oder? Macht mir Angst, die Katze. Hä? Hä? Ich dachte, hier ist eine Höhle. Oh, Schock! Ist der Tiger? Tiger? Der ist im Fels drinne. Voll buggy. Und das ist laut. Ja, dann halt nicht. Ich kann ja nur nicht auch durch Wände ballern. Also durch Stein kann ich leider noch nicht heizen. So, wo ist jetzt die Alarmanlage, verdammt?
dürfen mich natürlich nicht sehen. Oder sollten es jedenfalls nicht. Gut, den Alarmknopf habe ich total im Blickfeld. Ist ja nur einer, oder? Ja. Gut, Bros, wenn ich jetzt gut bin. Ich muss erst die da hinten erledigen. Ja, leck mich am Arsch, Freunde. Das war zwar der Kopf, aber passt schon. Ja, wie getan. Ich sieh mal zu, wie ein Mann kämpft. Scheiße. Sind in einer halben Minute da. Halleluja. Wir kommen aus Westen. Fuck. Keine Muni mehr dafür habe, ne? Alter, was sie übertreiben müssen. Ja, keine Muni, Bros. Kein Schuss mehr. Schaff ich nicht, Bros. Hammerhart, ey. Ja, plündert ihn! Doch nicht. Zeit, Entdeckung. Zeig der Pussy, wie man richtig kämpft. Entdeckung, den hol ich mir. Komm schon, mach mal. Wir kommen von Norden. Doch nicht, wie viel Verstärkung kommt denn da noch? Ja.
Bros. Ja, sorry, dass ihr so ruhig war, aber ich war jetzt voll am Überlegen. Ey, krass, wie viel Muni brauchen wir denn da bitte? Ich meine, überlegt euch mal, wie viel... Ja gut, ich habe ja Munitionsbeutel jetzt aufgerüstet. Ich denke mal, dass wir das jetzt gleich nochmal probieren werden. Also, Respekt an das Lager. Kompletten Respekt. War bis jetzt... Ja, nö, eigentlich nicht. Was hertritt, hatten wir ja schon erlebt, aber das war jetzt... durch diese Typen mit ihrer Superrüstung, ganz im Ernst, null Chancen da ansatzweise auch ranzukommen. Vielleicht wäre es mal sinnvoll, wenn wir uns neue Waffen holen. Ja, das haben wir ja schon alles. Das ist ja nun alles, also wir haben Scharfschützengewehr und Sturmgewehre. Schaden macht sie mehr. Ja, ich bin aber von der besser überzeugt, jedenfalls. Tja, wir haben eigentlich alles. Scharfschützengewehre. Ja, mehr gibt's auch leider nicht. LMGS. Ja, gut, können wir uns auch noch holen, aber... Wiedersehen. Warum gibt's eigentlich keine Rüstung oder sowas? Ich meine, sowas muss es doch auch geben. Nee. Granatwerfer. Ja, nee, brauche ich auch nicht. Sturmgewehre, Schrotflinten, Munition, ne. So, was ist jetzt? Ja, komm. Tja, Leute, so viel zum Lager und so viel zu meiner Kunst. Ich dachte, ich nehme das wirklich mal ganz schnell ein. Muss ich mich aber leider geschlagen geben in dem Bezug. Die haben mir doch recht gut zugesetzt. Vielleicht finden wir ja einen Tiger unterwegs. Wäre ja nicht verkehrt. Apropos. Zwölf Mamidi, kann nicht schaden. Ihr wisst ja warum. In solchen Situationen jetzt wie die eben war das, ja, habe ich ja fast alle verballert, ey. So, was haben wir jetzt an Munition? 48. 150. Ist mir immer noch zu wenig, wenn ich ehrlich bin. 15 Schuss ist ja gar nichts. In meinen Augen. Aber nun gut. Es geht halt nicht anders. Jetzt versuchen wir das Lager nochmal zu infiltrieren, aber vielleicht auf einer anderen Art und Weise. Vielleicht kriegen wir das ja mal gebacken, dass wir da nicht unbedingt... So an sich ist es ja noch nicht mal stark bewacht. Sagen wir mal so. Es sind nicht viele Leute. Die dürfen einfach mal nicht... Problem ist, es sind zwei Alarmanlagen. Das ist schon mal absolut kacke. Und aus der Position, wo ich jetzt hier bin, da kommt auch nichts Gutes dabei raus. Ich werde schon fast gesehen hier. Chill doch mal. Ist die Frage natürlich, ob sich der Alarm denn ausschaltet komplett für alle beide oder die Dicken, die muss ich eher ausschalten. Ich kann diese Rebellen nicht mehr sehen. Sind auch noch beide rum, ey. Scheiße.
So. So einfach kann es sein. Wohlbemerkt kann. Ich habe wieder einen Auftragsmord. Ich halte die, wenn ich ehrlich bin, für recht langweilig, die Auftragsmorde. Was ist das hier? Ist das ein Tiger? Sieht so aus. Dann gehen wir mal, bevor wir... Ja, bla bla bla. Einfach nur bla. Was ich brauche momentan ist nichts weiter als Munition. Mehr ist es nicht. Jetzt geht's los. Ja. Es geht los. Oh ja. Der Hühner-Raper. Ja, so ist das nun mal, Bros. Nehmen und leben. Nehmen und... Ja, dann lassen wir das Thema. Habe ich das richtig gesehen? Ne, ist eine rote Pflanze. Irgendwo sollen hier Tiger rumstreunern. Ich höre auch schon welche. Ne, das sind Büffel. Ganz normale, verkackte Büffel. So, Tiger. Wo seid ihr denn, wenn man euch mal sucht? Ist ja so oder so in dem Spiel, denke ich mal, eine ganz ziemliche... Hat meine Eltern mal gleich die Waffe wegpackt. Eine, wie ich finde, nicht so empfehlenswerte Option, wenn es hier Tiger geben sollte. Denn ich finde mal wieder keine. Aber ist ja auch mal wieder nichts Typisches. Ich meine, ne, mein Glück. Kann natürlich auch da hinten wieder sein. Also wir wissen es ja eh nicht. Ich behaupte ja mal eher, dass es in die andere Richtung noch mal ein paar Löwis gibt. Und nicht hier. Ja, wenn man mal wieder ein Tigerfell braucht, nur ein vergammeltes Scheißfell, dann wird's mal wieder zur Tortur. Aber auch das ist nichts Neues für Far Cry. Da war irgendwas, ist egal. Wo sind die Katzen? Das ist ein Hund. Hunde können mir egal sein. Ich suche eher die etwas gefährlichere Version davon. Achtung, hier drüben! Was, Achtung, hier drüben? Hier drüben, Hilfe! Was habt ihr denn? Hey du, können wir... Hier drüben! Ich habe eine Panne. Kannst du mir helfen? Jodo. Mein Bruder? Ja, was soll ich jetzt am Auto machen? Jetzt haben wir eine Volksversammlung hier, oder was? Ich hab noch... hab kein Werkzeug, Reparier, Zeugs, also... Kommt mal klar. Mann, wo ist dieser Drecksköter? Legt mir auf den Keks. Und wenn ich mal wieder Löwen suche, dann finde ich nichts. Zum Heulen ist das. Ist echt wieder mal so typisch Capella-like.
Krieg hier gleich einen Kapelle auf den Kopf. So. Hol ich mir halt einen Turm. Wenn ich keinen Tiger kriege, das ist mir doch egal. Gibt's doch nicht. Gibt's da keinen Tiger? Wandern sie alle aus wegen mir oder was? Aber halt. Ja, komm. Tja. Das Lager war ja nur ein Pipifax hier, wenn man zurückerinnert. So, dann fahren wir mal ein bisschen. Alter! Gleich ein Lager eingenommen. Zu gut. Geil, dann haben wir auch gleichzeitig unseren Tiger. Tiger. Perfekt. Fuck. Leoparden, verfick dich. Entschuldigung. War jetzt nicht, ich schau deinen Laptop. Hey, bitte. Wir sind noch nicht fertig. Bla bla bla, das weiß ich. Weiß ich vor allem. Schnellverkauf. So, mal schnell alles aufgefüllt. Ja, aus der Tafel. Ich weiß schon Bescheid, Bros. Aber da hinten soll der Turm sein. Hier gibt's auch noch eine schöne Höhle. Was ist denn da drinnen nun? Was passiert denn da? Ich sehe ja nichts. Ja, tja, Bros. Das war mein Auto. Nimm mal deren. Nimm mal deren Auto. Da hinten ist er. So, bin da. Also wenn ich immer zur Gruppe zu Besuch gehe, dann weiß man das sofort. Wo ist denn der Park? Der vor deiner Haustür. Schöne Warte. Ja, die Türme werden auch immer besser, ne? Sag bloß, das war jetzt ein Fake.
Nee, war richtig. Denn darauf, denn hier rüber. Und da. So, so. Von hier. Jetzt sind wir ja schon fast oben. Fast. Da sind nur Bros. Die sehen gerade, dass ich hier am Wackeln, Rackeln bin. Gut, Bros, dann haben wir den Turm jetzt auch schon wieder eingenommen. Haben ja so langsam fast alles. Und sogar ein Dorf noch nebenbei eingenommen. Zwei, wohlbemerkt. Was will man mehr? Und dann alle den Endpart, meine Güte. Eine Hölle. Da war eine Ölle, eine Ölle, eine große, große Ölle. Können wir dann in die Richtung hin? Pff, natürlich nicht. Hey, eine Wasserhöhle oder was? Geil. Bin mir ja immer so unsicher bei Höhlen. Hab ja schlechte Erfahrungen gemacht. Fuck. Halleluja. Die werden wir auf jeden Fall mal irgendwann mal erkunden. Aber ich denke mal, ich werde jetzt noch schnell das Lager auch noch zwischen die Kiemen ritzen. Ihr bitte? Ach, nicht ihr. Ihr seid langweilig. Was haben wir denn hier für eine Quest? Nö. Kurz angeguckt. Nö. Was seid ihr denn für... Nö. Warte. Bin ich. Oh, was haben wir denn da vorne, Alter? Ein ganzer Trupp oder was? Hammer. Die lassen wir mal in Ruhe. Oder wir lassen sie in den Glauben, in Ruhe gelassen zu werden. Das ist ja schon das Lager. Ja, schön, dass es nur Hunde... Drei Hunde, ne? Vier, fünf. Eine Hundearmee. Drei, vier Herrchen, ansonsten war's das. Tja. Ach du Scheiße! Der guckt falsch. So, Hundi, was ist da los? Was sie alle keine Chance haben. Guck mal, er frisst sogar sein eigenes Herrchen. Geil. Tja, Bros, haben wir auch noch geschafft. Alles nebenbei mal. Was ist automatischer Shop? Wir haben aber viel zu töten. Gelbknacken, Kasuar, Scharfschützengewehr, Hunde, Zwinger sind tollwut erkrankt, erlege sie mit einer mit den gestellten. Mit einem RPG. Wird ja so langsam pervers, ne? Also. Mein Freund! Wie bitte? Erst Freund? Der Außenposten. Und so wird es auch bleiben. Ja, das sehe ich genauso. Und das war's dann auch jetzt in dieser Aufnahme. Denn das langt jetzt so langsam wirklich wieder zeitlich auf. Munition noch auffüllen. Wunderbar.
Okay, Bros, wir sehen uns. Wir sehen uns im nächsten Part auf jeden Fall wieder, wenn es wieder heißt, wir dürfen hier weitermachen. Wir haben jetzt auf jeden Fall viel zu tun. Wie ihr seht, haben wir auch verdammt viele Quests, wenn man es so nimmt, ja. Also wir müssen mal schauen, dass wir wirklich alles mal ein bisschen so ab und an mal alles hier, alle Missionen hier erledigen. Erfahrung zählt ja doch schon eine ganze Menge und dann kümmern wir uns jetzt auch so langsam um die letzten zwei Gebiete hier. Um es euch nochmal schmackhaft zu machen, jedenfalls die zwei Gebiete, danach kommen wir auf diese Insel. Das wird natürlich dann doch ein bisschen ganz anders werden, aber hier machen wir erstmal alles schicki-schacki. Und dann sehen wir weiter bloß, also bis dahin. Du bist noch kein Abonnent, aber dir gefallen meine Videos? Was hält dich verdammt nochmal auf? Klick einfach hier oben auf Abonnieren. Dir hat das Video gefallen? Gib mir einfach einen Daumen hoch, klick einfach auf Mag ich und schon sehe ich, was euch gefällt und was zum Beispiel nicht. Dir hat das Video gefallen und du musst unbedingt einen Kommentar loswerden? Dann schreib doch einfach einen, zum Beispiel wie, du bist einfach nur geil. Wenn du mich weiterhin unterstützen willst, kannst du auch das Video, was dir gefallen hat, einfach zu deinen Favoriten hinzufügen, damit deine Freunde wissen, das Video hat dir gefallen. Danke, Bro. Wenn du mir noch weiterhelfen willst, kannst du zudem auf Teilen klicken und auf das Facebook-Symbol klicken. Du solltest einen aktiven Facebook-Account haben und kannst dann zum Beispiel deinen Freunden mitteilen, einfach mal gucken. Danke, Bros.